So ein paar Hütten vielleicht noch außerhalb, wo wir dann Holzfäller einziehen lassen. Dann werden wir noch ein paar Wälder künstlich anlegen. Der Bauernhof ist das nächste Projekt nach der Höhlenforschung. Dann, ja, dann schauen wir mal, ne? Müssten wir auch schon langsam auf Folge 100 sein dann. Denke ich mal. Nee, oder? Naja, wir warten es einfach mal ab. Ich will jetzt hier nicht zu weit im Voraus planen. Ich möchte auch mal langsam wieder ein bisschen, aua, mehr reden. Ich muss auch mal eben, wo ich gerade sage, mehr reden, mal wieder husten. Sekunde. Da rennt ein Schwein. Jetzt ist die Frage, wenn wir gleich auf Höhlenforschung gehen, brauche ich nicht noch was zu essen? Aber auf der anderen Seite, ich will die jetzt hier nicht alle niedermetzeln, weil ich weiß nicht, ob die hier noch random spawnen. Oder ob die jetzt nur an der Stelle sind. Ich habe keine Ahnung. Die wollen wir dann hinterher züchten. Darum sollten wir sie nicht ausrotten. Gute Frage. Ja, pass auf, wir gehen sowieso zu der Insel. Da, ich glaube, da rannte auch noch einiges an Schweinen rum. Dann, ich höre es hier überall zischen. Dann holen wir uns die und nehmen uns einen Ofen mit. Das können wir dann ja unterwegs zubereiten oder in Höhlen, keine Ahnung. Wir werden es sehen. So, die Ecke ist auf jeden Fall gleich fertig hier. Ja, wir bleiben auf der Ebene. Muss nicht so angeglichen sein. Wie gesagt, verschiedene Höhen. Hat auch was Reizvolles. Ist natürlich jetzt ein ganz, ja, minimal weniger Platz, ne? Aber warte mal, den nehmen wir mal eben weg hier. Was wir auf jeden Fall machen sollten, nach der Explosion gerade, ist es mir schlagartig bewusst geworden. Wir sollten mehr Tropenholz anbauen hier. Das brauchen wir nämlich auch, zumindest für das Haus. Ach komm, dann machen wir die kleine Ecke, dann haben wir ja schon die ganze Insel. Pass auf, hier machen wir mal eben zu. Jetzt haben wir da unten zwar einen kleinen Spawning Ground geschaffen. Vielleicht haben wir auch die ganze Zeit so ein Genöle an den Ohren, das Geröchel. Aber naja, wir warten es ab. So, dann wird das auf die Höhe gemacht hier. So, und das gleichen wir hinterher an. Ich weiß gar nicht, ob wir das dann so treppenartig runter machen oder abgehackt. Haben wir auf jeden Fall wieder Setzlinge. Ja, den Sand nehmen wir auf jeden Fall hier raus. Lala, so. Ja, da bist neugierig, ne? Jo, guck mal. Ich bin echt neugierig, was hier, wie sich das alles in die Natur integriert oder wie wir die Natur integrieren. Wie das dann am Ende hier aussehen wird. Da bin ich gespannt, aber wir lassen, es wird schon wieder dunkel. Pass auf, wir sammeln die Setzlinge noch, bevor hier wieder die Giftgrünen erscheinen. Nicht Setzlinge, aber Kreaturen. So, guck mal. Pass auf, wir gehen jetzt mal da oben. Ist ja eigentlich jetzt, ist das, kann man da schon Terrasse zu sagen? Da muss ich auch weitermachen. Das sieht immer noch so ein bisschen komisch aus alles. Komm, wir gehen mal auf die Terrasse. Oh, Alter, das sieht so richtig schön aus hier. Guck mal, dann kannst du jetzt so. Doch echt klasse. Das ist schön. Und dann da hinten der Bauernhof. Ja, das. Wir gehen mal pennen. Und trotzdem frage ich mich immer noch, wo dieser Creeper herkam. Ach, das ist nur ein Zombie. Alter, wo kommt ihr denn ewig her? Könnt ihr hier spawnen?
Ist das hell, dunkel genug für die? Ja, schon am Überlegen, ob man hier irgendwie mit Glowstones noch arbeiten könnte. Na, das schauen wir noch. Erstmal jetzt die Zimmer absuchen hier. Nicht, dass sich hier wieder was versteckt. Okay. Okay, Kanada. Gibt's eigentlich, weiß das jemand schon, eine kompatible Optifine zur Minecraft 1.6.2? Da ist eigentlich schon wieder ein neues Update raus. Müsste ich auch mal schauen. Werde ich später mal schauen, wenn wir hier durch sind. Weil mir fehlt's Optifine. Dass wir hier dann wirklich mal mit einem Shader weiterspielen können. Aber ohne dessen geht das anscheinend nicht. So, wir sind gleich hier durch. Heißt, die Höhle rutscht oder rückt näher. Was? Ich... Boah, Alter. Obwohl, wenn uns hier, ne, Creeper um die Ohren fliegt, ist es eigentlich gar nicht so schlimm, solange wir es überleben. Apropos überleben, wie sieht jetzt... Unsere Rüstung sieht schon so ein bisschen mitgenommen aus. Ach, ich wollte auch gucken, wie man... einen Amboss macht. Habe ich auch noch nicht. Super, dann hätten wir die jetzt mal ein bisschen reparieren können. Aber ich glaube, das lohnt sich bei der Eisenrüstung gar nicht, ne, oder? Diamantrüstung eher, aber Eisen. Aber die haben... Ach, ja, jetzt weiß ich doch, was ich machen wollte. Aber ich weiß nicht, ob das... Ne, da brauchen wir noch ein paar Level für. Ich wollte eine Behutsamkeitsspitzhacke machen. Für Diamanten eben. Habe ich mir an einem geheimen Ort abgeguckt. Mit Behutsamkeit abbauen und mit Glück dann nochmal. Mit einer Glücksspitzhacke und, ne? Habe ich mir eindeutig abgeschaut, aber ich fand's recht geil. Das kann man auf jeden Fall... mal so ins Auge fassen. Aber vielleicht auch später erst. Es ist ja nicht, ne? Ist ja nicht so, dass wir hier arm an Diamanten sind. Nein, die finden wir an jeder Ecke. So. Bäumchen weg. So, dann gehen wir. Ich glaube, ich habe gerade einen Enderman gehört. Lalalala, das letzte Stück. Oh. So, dann hauen wir den auch noch weg hier. Wäre natürlich jetzt gleich echt sinnig. Ne, pass auf, wir lassen die Diamantspitzhacke auch noch hier. Oder? Oder? Nehmen wir die mit? Sind wir wahnsinnig? Nehmen wir... Ja, wir nehmen sie mit. Wir sind irre. Vielleicht sollten wir uns auch noch ein Diamantschwert machen. Ich muss erstmal gucken, dass ich hier nicht zu weit runtergehe. Das vielleicht auch noch ein bisschen verzaubern. Das wär's vielleicht. Dass wir uns zumindest ein bisschen besser verteidigen können. Aber wir sind doch eigentlich ganz gut. Wir halten uns jetzt schon länger im... Ja gut, wir haben jetzt gerade gezaubert. Ich glaube, wir hatten Level 28 oder so. 24, 25, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist auch relativ egal. Wir werden sehen, wie wir das, dass wir uns jetzt ein Schwert gleich bauen, das verzaubern und dann geht's... Ne, Fackeln sollten wir mitnehmen, aber die haben wir, glaube ich, noch in dem Haus da. Also in dem da. So. Ah ne, da habe ich gerade noch. Da. Das nehmen wir auch noch weg. Und dann haben wir hier das ganze Gelände erstmal auf die Ebene gebracht, wo sie hin sollte. Warum sammelt denn der keine Erde mehr ein?
Ist das Inventar voll? Ach, Mann. Schweine haben wir jetzt auch noch ein paar, aber die lassen wir, wie gesagt. So, dann pflücken wir den Sand erstmal hier raus. Füllen das Ganze dann mit Erde auf und sind dann erstmal hier fertig. Ja, wir gehen auf Höhlenforschung. Ich freue mich. Muss mir natürlich gleich erstmal angucken, wie das aussieht. Ist das überhaupt die richtige Playlist? Klingt so nach Höhle irgendwie. Nee, ist die richtige. Ghost and Goblins. Ghost and Goblins. So. Nein, kein Sand einsammeln. Den brauchen wir nicht, oder? Nö, haben wir erstmal genug von, ne? So, dann haben wir das. Pass auf, wir schmeißen den Sand mal weg und den Sand auch. Stattdessen sammeln wir die wertvolle Erde ein. Ich bin doch so schlau. Pass auf, wir machen das gleich anders. Wir schmeißen die Erde wieder weg und sammeln den Sand ein. Weil wir brauchen doch mehr Glas als Erde. So, dann nehmen wir den hier hinten auch noch mit. So, dann haben wir unsere Fläche hier. Dann gucken wir jetzt. Pass auf, wir hauen eben das Holz noch weg. Wir können eh noch nicht. Das heißt, wir könnten los, aber müssen noch ein paar Sachen herstellen. Obwohl, ist egal, dann lass mal da Holz. Wir haben so wenig Birke, ist egal. Ja, dann kann man hier, hoffe ich, oder? Müssen wir doch noch tiefer. Ich will nicht tiefer gehen. Ach, wir schauen beim nächsten Mal hier nochmal vorbei. So, pass auf. Jetzt, die Diamanten haben wir hier. Das sieht richtig klasse aus. Ne? Doch, das gefällt mir. Das lassen wir auf jeden Fall so. Vielleicht hier noch so eine kleine Schönheitskorrektur noch später. Hier noch ein paar Zimmer rein vielleicht. Vielleicht sollten wir dann, ne, das als nächstes Mal in Angriff nehmen. Warte mal, die Zäune nehmen wir mit. So, das hauen wir erstmal raus hier. Die Zäune nehmen wir mit. Schaufeln brauchen wir nicht. Oh, die ist voll. Haben wir hier noch was, was wir brauchen? Nee, wir gehen erstmal rüber. Wieso komme ich hier? Hallo? So, und wir hüpfen. Wie viele Frames haben wir jetzt? 50. Schön. 56, 58, 60. Doch, gefällt mir schon besser. Ah, ich wollte erstmal das Inventar leer machen. So, das raus, raus. Ach, nee, die bleiben drin. Die nehmen wir auch mit. Das lassen wir hier. Lassen wir auch hier. Auch, auch. Steak nehmen wir mit. Das lassen wir hier. Obwohl, wir könnten mal die Hundis wieder füttern. Die Hunde. Warte mal. Mein Headset hängt hier irgendwo. So. Ja, Spitzhacken. Auf jeden Fall. So, dann habe ich natürlich Holz vergessen. Oder haben wir hier noch Stöcker? Ach, ey, was, ne?
falsche Richtung.